So, den haben wir down. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Kids. Wir haben heute das Kid Skorpion und das Skorpion vergiftet Leute, wenn er sie schlägt. Das bedeutet, sagen wir mal, ich schlage jetzt den Dominik und dann ist der Dominik ganze 6 Sekunden lang vergiftet. Und ich bin immun gegen alle Gifteffekte, das bedeutet, wir haben hier, genau, also, Moment, hier, der Skorpion hat jetzt nämlich eine komplette Immunität gegen Gift, das ist mega gut und mega geilo. Und deswegen freue ich mich jetzt auch, hier gute Sachen aus der Kiste bekommen zu haben. Denn es gibt, ich glaube, eine ganz bestimmte Taktik, wie man als Skorpion spielt. Und zwar ist es dieses Schlagen, Weglaufen, Schlagen, Weglaufen. Ich glaube, das ist mit einer der besten Taktiken, die es so gibt für den Skorpion. Ich möchte euch natürlich zeigen, welche Taktik gut ist für das Kit. Da hat mir auch jemand in die Kommentare geschrieben. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Vielleicht finde ich den Kommentar noch und dann blende ich den hier ein. Aber ich glaube, die Person fühlt sich schon angesprochen, wenn sie das Video jetzt sieht. Die hat geschrieben, dass ich vielleicht nicht so stark auf das Kit eingehen sollte. Aber der Meinung bin ich nicht. Denn Ender Kids ist ja extra nur für das Kit da. Nach Ender Kids kommen ja dann wieder meine ganz normalen Ender Games Folgen, wo ich euch natürlich ganz normal in Ender Games mitnehme, irgendein Kit spiele. Und da geht es jetzt auch nicht unbedingt darum, das Kit so vorzustellen, wie es zu spielen ist. Da kann ich auch ganz normale Kills machen und so weiter. Und hier möchte ich eher versuchen, mehr Kills zu machen mit dem Kit. Also damit ihr auch mal sehen könnt, ja, wie wird das Kit gespielt, wie spielt er das Kit, wie kommt er damit klar. Und das ist eben das, warum ich so spiele. Gut, da vorne ist schon mal jemand, dort esse ich gleich mal hier einen Kuchen. Der Kuchen ist echt lecker. So, den haben wir down. Den konnten wir jetzt nicht vergiften, aber das ist halt immer, ich glaube, das ist halt auch immer situationsbedingt, wie man jetzt Leute tötet. Okay, da ist einer in der Nähe, das heißt, ich gehe jetzt mal ein bisschen auf Distanz. Ich glaube, Pfeile habe ich gar nicht. Das ist ein bisschen schlecht. So, erstmal hier einen Kuchen reinsnacken. Mit Spinnennetzen könnten wir auch arbeiten, ich glaube, das ist auch nicht schlecht. Aber wir regen ja schon wieder so ein bisschen, das ist gut. Auf jeden Fall möchte ich mein Schwert verzaubern, damit man damit schon richtig hart Damage reinhaut. So, zack, Speedrank. Und weiter geht's. Gut, mit dem Speedrank. Ich weiß auch gar nicht, ob die Pfeile vergiften. Ich weiß es echt nicht, ob die Pfeile jemanden vergiften. Okay, da vorne ist jemand. Ich zeige das jetzt mal ganz kurz, den werde ich jetzt erstmal hier vergiften. Und dann rennen wir mal ein bisschen weg. Okay, hier ist die World Border. Der weiß, glaube ich, dass wir hinter ihm sind. Ich glaube, der wusste das. Ich verzaube hier einfach mal in der Zeit. Schärfe. Okidoki, perfekt. Wieso möchte er mich denn switchen? Was macht dir, was bringt dir das denn, mein Süßer? Okay, also das war so ein bisschen komisch. Der war, ich glaube, der war ein bisschen verwirrt. So, der Tier trotzdem Lava platziert, dann könnten wir uns ja einfach mal davor stellen und warten, bis wir geportet werden, denn dann können wir hier auch gleich die Sachen... Oh, in mir ist eine Kiste gespawnt, ja nice. Das gefällt mir. Und wir haben 19 Eisen, das heißt, wir können jetzt nachher gleich einiges hier craften. So, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter. Ich möchte eigentlich gerne mal diese Taktik zeigen, mit diesem Weglaufen und so. Aber wenn die Gegner hier so ausgerüstet sind, dann macht das natürlich echt keinen Sinn. Okay, das Ritterkit buggt. Es buggt wie scheiße. Okay, er ist down. Und sein Pferd ist auch weg, weil den haben wir jetzt ganz schön schnell getötet hier. Ritter zu töten ist sowieso immer so eine schwierige Angelegenheit. Aber es ist gut, dass der keine Ausrüstung hatte. Somit haben wir den Ritter jetzt auch down. Eine Werkbank. Dann könnten wir uns ein paar Dia-Sachen machen. Oh, 38 Eisen. Ich glaube, eine Full-Iron-Rüstung geht sich locker aus, natürlich. Zack, zack, zack. Perfekt, zack, zack, zack. Und schnell ausrüsten hier. Gut. Haben wir noch einen Apfel? Nee, einen Apfel haben wir leider Gottes nicht.
Aber das ist ja egal, denn wir könnten unsere Schüchen hier verzaubern auf Level 1. Haben wir Schusssicher, unsere Brust. Haben wir Schutz, das ist auch toll. Und jetzt sind wir ganz schön gut ausgerüstet. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ich möchte echt jetzt so ein bisschen die Leute vergiften hier. Die sterben mir alle zu schnell weg. Vielleicht kommt jetzt jemand mit guter Ausrüstung, der ist so ein bisschen eine Herausforderung. Ja, der hat eine gute. Okay, er ist vergiftet. Ich glaube, dass mir der Gifteffekt jetzt schon sehr gut geholfen hat. Ich kann es natürlich nie genau sagen, aber ich glaube schon. Immer diese paar Herzen Schaden, die man dadurch verursacht, sind, glaube ich, schon auch sehr, sehr ausschlaggebend, auch ob man den Kill macht oder nicht. So, deswegen gehen wir jetzt einfach gleich mal weiter und suchen den nächsten Gegner auf. Oh, aber zum Glück sieht man hier gleich, dass man wieder irgendwie hier rauskommt, auch wenn ich diese doofen Runterbauten da hasse. Es gibt ja Leute, die meinen ernsthaft in so einem Spiel hier. Die gehen einfach rein und meinen. Die haben wohl Spaß. Die meinen für ihr Leben gern. Sogar in Endergames. So, jetzt sind wir hier wieder draußen. Was haben wir hier denn? Oh, Trank der Regeneration. Finde ich supi. Packen wir uns dann gleich mal rein. Der kann weg, der kann weg. So, Leder kann auch weg. Das brauchen wir auch nicht. Das kann auch weg. Alle Scheiße. Gut, ein Wassereimer wäre auch nicht schlecht, wenn wir den hier haben. Und einen verzauberten Bogen, das wäre natürlich auch sexy. Drei Leute leben noch. Und noch ein Goldapfel. Ja gut, dann holen wir uns jetzt gleich einen Goldapfel. Dann könnten wir jetzt auch gleich noch wo hier uns den Speedtrank geben. Und einfach mal zum nächsten Gegner hinrasen und ihn einfach mal so ein bisschen vergiften, ne? Es ist schon immer so ein bisschen anders, wenn man versucht, das Kit zu zeigen, ne, dann ist es immer so ein bisschen schwieriger, weil irgendwie es ist im Leben oft so, dass man genau das, was man möchte, nicht bekommt. Also ich möchte euch zeigen, wie das hier funktioniert. Und wie ihr seht, er ist vergiftet. So, 6 Sekunden lang. So, schauen wir mal, ob er uns trifft. Nein. Und er ist tot. Mann, das geht alles so schnell. Das möchte ich doch nicht. Ich möchte doch eigentlich nur ein bisschen die Leute vergiften. Mehr möchte ich doch einfach gar nicht. Okay, so. Okay, Leute. Was? Wir haben 51. Okay, der nächste kommt. Dann essen wir einfach mal einen Trank der Regeneration. Jetzt essen wir noch einen Goldapfel. Hab ich auch Bock drauf. Der da oben hat auch anscheinend irgendwas. Okay, also dadurch werden die nicht vergiftet, wie es aussieht. So, GG. Ja gut, das war hier irgendwie, keine Ahnung, das war irgendwie total eine schnelle Runde und irgendwie sind alle umgefallen wie ein Pappkarton. Tisch, sind alle schnell umgefallen, wir hatten eigentlich nie regelrecht Probleme. Ich wollte mir eigentlich einen OP-Apfel machen, da hätte ich jetzt gerne geguckt, ob sich das ausgeht, aber ich glaube, man braucht ja irgendwie 70 Eisen dafür oder so. Schade. Wäre bestimmt cool gewesen. Aber gut, Leute, mein Fazit zu dem Kit Skorpion ist, das Kit ist eigentlich echt sehr, sehr cool, weil man einfach sich sicher sein kann, man kann nicht vergiftet werden. Und da es ja jetzt einige Tränke immer im Umlauf gibt, ist es, glaube ich, auch nicht schlecht. Jedoch muss ich echt sagen, dass es echt stärkere Kits gibt. Es gibt jetzt nicht eine unbedingte Kaufempfehlung von mir. Es zählt, glaube ich, eher zu den Kits, die ein klein bisschen schwächer sind. Aber sonst gibt es, denke ich, schon das ein oder andere Mal den Vorteil im Kampf. Vor allem, wenn das solche Kits sind, die immer wieder flüchten wollen und so weiter, kannst du denen noch schnell einen Hit geben und weg sind die. Was ich mir halt natürlich noch übel wünschen würde, ist, wenn man mit dem Bogen eben Schaden macht. Das ist das, was ich mir am allermeisten wünschen würde, weil dann würde ich das Kit auf jeden Fall auch sehr, sehr oft spielen. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung da, wenn ihr Lust habt. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar runterschreiben. Vielleicht lese ich es ja dann in der nächsten Folge vor. Und ich würde einfach mal sagen, macht's gut, haut rein und ciao!